Servus und Glück auf, liebe Eishockey-Fans. Ich darf euch heute recht herzlich hier aus der Peißenberger Eissporthalle begrüßen zum Benefizspiel der Sternstundner zwischen der Gasoline Gang und dem Sternstundenteam. Ein herzliches Grüß Gott hier aus der Peißenberger Eissporthalle. Schön, dass ihr alle hier auf YouTube bei uns heute eingeschaltet habt zur Übertragung dieser Partie. Erste Chance und das erste Tor für Sternstundenteam nach einer gespielten Minute. Stefan Ruhm. Gut weitergegeben. Nächste Chance abgelegt. Tor! Das 2:0 in der siebten Minute fürs Sternstundenteam. Da kommt Michi Resch nicht mehr rechtzeitig ran. Schöne Passstaff. Oh, Zeller mit dem Fehlpass gegen Fabian Dietz. Der ist jetzt alleine weg und macht es 1:2. In der zehnten Minute. Der Fehler hinten in der Verteidigung. Und dann macht das mit offener Schlagabtausch jetzt gerade. Chance auf beiden Seiten. Becherer zieht er von der Grundlinie zum Tor. Ist immer noch an der Scheibe. Legt dann wieder auf Hinterstocker. Ausgleich. 13. Minute. Erst Becherer mit der guten Vorarbeit und da steht dann Martin Hinterstocker ganz allein vor Felix Barth und legt dann auch dem die Scheibe vorbei hinein ins Tor zum Ausgleich. Ist da gut verteidigt war Florian Barth. Mit deren Vogel im 2 gegen 1. Kammerlohr kommt nicht dran an die Scheibe und dann die Fanghand von Michi Resch. Gut vorgedrangen, eigentlich das 2 gegen 1. Dann der Abschluss von Vogel. Tor vorbeischießt. Vogel, Pass vors Tor. Wieder Florian Barth. Aber wieder ist es Michi Resch, der die erneute Führung fürs Sternstundenteam hier verhindert. Aber die bleiben weiter dran. Zeller probiert wieder den Querpass und die freie Scheibe verwertet dann Dejan Vogel. Zum 2:3 in der 20. Minute. Keine große Abwehrmöglichkeit für Michi Resch im Tor. Fabian Dietz. Freie Scheibe kriegt dann Kinke auf den Schläger, aber auch der verzieht da kurz. Simon Meyer, klasse Schuss nach Vorlage von Fabian Dietz. 22. Minute, der erneute Ausgleich für die Gasoline Gang Allstars. Simon Meyer da total frei im hohen Slot, nimmt dann da ganz genau Maß. Legt da Felix Barth im Tor des Sternstundenteams die Scheibe genau unter den Querbalken. Zeller probiert es dann mit der Bewegung gegen Becherer, zieht aber den kürzeren. Stranninger, klasse Tor. Schöne Bewegung und dann der klasse Abschluss. Schauen wir uns gleich nochmal an. Schöner Toe-Drag da und dann gegen die Bewegungsrichtung von Felix Barth wieder genau in den Knick hineingelegt. Keine Chance für den Torwart. Wieder der Querpass auf Beindl. Der muss die Scheibe besser unter Kontrolle bringen, kann deswegen nicht direkt schießen. Und jetzt Daniel Lenz allein auf weiter Flur. Becher kommt mit, der legt die Scheibe ab und Tor! 29. Minute an die Becherer. Nach Vorlage von Daniel Lenz hat er dann viel Zeit und Platz und kann sich die Ecke aussuchen. So steht es 5:3.
So, liebe Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, darf Sie wieder recht herzlich zurück begrüßen hier aus der Peißenberger Eissporthalle zur zweiten Hälfte des Benefitspiels zugunsten der Sternstundenaktion zwischen der Gasoline Gang Allstars und dem Sternstundenteam. 5:3 der Spielstand nach den ersten 30 Minuten. Frisches Eis jetzt für die beiden Mannschaften. Torhüterwechsel hat man auch auf Seiten der Gasoline Gang Allstars. Jetzt Max Bergmann im Tor für Felix Barth, der sich hier gegen Florian Zeller gleich mal das erste Mal auszeichnen kann. Daniel Lenz auf der anderen Seite. Robert Schmid wartet vor dem Tor. Lenz mit der kurzen Bewegung. Abschluss, Tor! Durch die Beine von Felix Barth in der 31. Minute zum 6:3 für die Gasoline Gang Allstars. Und das nächste Tor, diesmal auf Seiten des Sternstundenteams. Die verkürzen wieder auf 6:4. Dejan Vogel vorbei an Max Bergmann. Schöner Schuss, genau neben den rechten Pfosten. Nimmt Dejan Vogel mit. Nochmal rum. Wieder Vogel. Der Pass kommt nicht durch, aber die Scheibe dann zum Schluss doch im Tor. Nächstes Tor für das Sternstundenteam. 6:5 heißt es nur noch. Die schaffen hier den Anschlusstreffer. Der Querpass kommt zwar nicht durch, aber die freie Scheibe können sie dann verwerten. Max Bergmann im Tor der Gasoline Gang, da dann ohne Chance, macht natürlich die Bewegung mit dem Pass mit und dann ist die linke untere Ecke ganz offen. Aber mit dem Scheibenverlust in der neutralen Zone, so das 3:1. Ah, und da übertreiben sie es, die drei. Michi Beindl, Dejan Vogel und Martin André wollen da Max Bergmann regelrecht schwindig spielen, aber da war es dann doch ein Pass zu viel, der dann nicht mehr ankommt. Aber schon sind sie wieder da. Vogel jetzt mit mehr Platz. André, Beindl, André, Tor! Diesmal funktioniert die Passstaffette. Und so steht 6:6 nach 41 Minuten. Das erste Mal war es ein Pass zu viel. Diesmal hat es genau gepasst. Schönes Zusammenspiel zwischen Beindl, André und Dejan Vogel. Kimmel. Michi Beindl. Kimmel, Tor! Kurz nach dem Ausgleich geht das Sternstundenteam mit 6:7 in Führung. Durch Nico Kimmel. Simon Meyer. Ja, will er schnell weiterspielen auf Dietz. Was kommt aber nicht an? Meyer da dazwischen. Kasta, Meyer. Kinker jetzt an der blauen Linie gegen Tobias Meyer. Dietz ist dabei. Abschluss und das Tor im Nachschuss. Tor für die Gasoline Gang Allstars. In der 50. Minute Fabian Dietz. Den ersten kann Barth noch entschärfen, aber den zweiten, den Nachschuss, legt er ihn dann hinein, oben ins Penthouse und da kommt dann Barth nicht mehr ran. Und so steht es 8:7, 10 Minuten vor Schluss der Partie. Spulje geht ans Team der Sternstundner. Tor! Ganz, ganz frech gemacht da von der 33 von Martin Schnittger. Der benutzt der Bergmann als Bande, benutzt er seinen rechten Schlittschuh, spielt ihm da die Scheibe an den rechten Schlittschuh und dann hinein ins Tor. Schlupperzeller. Kriegt die Scheibe abgenommen von Martin Hinterstocker. Und der macht sich jetzt auf den Weg Richtung Tor. Über die rechte Seite. Und was ein Schuss von Martin Hinterstocker. Klasse Tor. Hat da Platz auf der rechten Seite nach der Scheibeneroberung. Dann nimmt er einmal Maß und trifft da genau ins von ihm aus linke obere Kreuzeck. Schöner platzierter Schuss. Zur erneuten Führung für die Gasoline Gang Allstars. 9:8 steht es jetzt. Und jetzt vielleicht schnell Zeller. Es wird die erste Strafzeit geben und es gibt sogar Penalty
fürs Sternstundenteam, weil Michi Grabler da Floppozeller den Schläger aus der Hand haut, nachdem er da an ihm vorbeigegangen ist, verhindert so eine klare Torschance. Deswegen ganz klare Entscheidung, Penalty hier für Sternstundenteam und der Gefaulte führt selber aus, Floppozeller. Verschießt gegen Bergmann, der fährt da früh seinen langen Schläger aus. Schauen wir es uns nochmal in der Wiederholung an. Guter Anlauf eigentlich und dann ist er vielleicht etwas irritiert, dass der Bergmann so früh mit dem Schläger kommt und dann wischt er da bei der Bewegung etwas über die Scheibe. So bleibt es beim 9:8. Gesselein gegen Oysters wechseln nochmal durch, bringen frisches Personal für die letzten 26 Sekunden. Bei den Sternstunden muss es die 6-Mann-Richtner, die vor einer Minute schon auf dem Eis waren. Die Gesselein-Gang kann sich befreien, die Scheibe erstmal raus. Zeller bringt die aber postwendend wieder hinein, spielt die Scheibe tief, Dejan Vogel. 12 Sekunden noch. Bringen sie die Scheibe nochmal zum Tor. Pass in die Box, André. Nein, Tobias Meyer wird wegverteidigt. Tor! 4 Sekunden vor Ablauf der Zeit. Stefan Rohm, da kommt er an die Scheibe und dann kann diesmal den Max Bergmann nicht abwehren. Und so schafft es das Sternstundenteam 4 Sekunden vor Ende der Partie noch hier auf 9:9 auszugleichen. Jeder Seite immer einen. Sternstunden beginnen mit Michael Beindl gegen Max Bergmann. Der bleibt wieder Sieger. Hält den ersten Penalty. Auf Seiten der Gesselein gegen Allstars Martin Hinterstocker. Wählt den weiten Anlauf mit viel Tempo. 2 Bewegungen, Tor! Genau unter die Latte gesetzt. Keine Chance da für Felix Barth. Hinterstocker bringt ihn da in Bewegung und dann hoch hinein, da wo die Trauben hängen. Die Gesselein-Gang also mit dem Vorteil nach der ersten Runde. Stefan Rohm. Der Mann, der 4 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielt, gegen Max Bergmann und auch den zweiten hält er. Rohm probiert es da zwischen die Beine von Max Bergmann. Aber der bleibt da ganz cool und wehrt den ab. Zweiter Penalty für die Gesselein gegen Allstars. Es tritt an Fabian Dietz, der Mann der Ravensburg Tower Stars gegen Felix Barth. Und der versucht den No-Move-Move, wie er so schön heißt. Den hat er absichtlich dann nicht mit dem Schlittschuh wieder auf die linke Seite mitgenommen, wollte da Felix Barth verladen. Der hat aber aufgepasst, macht unten alles dicht. Es bleibt also beim 1:0 im Penaltyschießen. Dejan Vogel, der dritte Penalty, der muss jetzt sitzen. Bergmann mit dem Move, mit der Haschegrolle und Vogel weiß dann das nicht so hundertprozentig, was er dann damit anfangen soll. Setzt die Scheibe dann mit der Rückhand drüber. Das Penalty-Schießen also eigentlich entschieden, aber Simon Meyer als dritter Außerkornerschütze darf dann nochmal gegen Felix Barth. Der verschießt vorbei an der linken Seite. Und dann war es das mit der Partie zwischen den Gesselein gegen Allstars und dem Sternstundenteam. Die Gesselein gegen Allstars gewinnen mit 10:9 nach Penaltyschießen durch den Treffer von Martin Hinterstocker im Shootout.
sehr schönes, unterhaltsames Eishockey, was uns die zwei Mannschaften hier heute geboten haben. Insgesamt 19 Tore, die wir hier zu sehen bekommen haben, einige davon sehr schön anzuschauen, also die knapp 400 Zuschauer hier in der Peißenberger Eissporthalle und auch Sie zu Hause. Sie waren hoffentlich gut unterhalten.